Das obligatorische Plan. Es hat geklappt. So, sehr schön. Ja, nice, super. Bist bereit? Doofe Frage. Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Das erste Mal im Livestream von der Perspektive vom Daniel. Auf YouTube wird es wie immer mit meinem Gesicht, mit dieser Schönheit erscheinen. Aber beim Daniel, nein, im Livestream wird es jetzt erstmal mit Danis Gesicht erscheinen und diesem wunderbaren Rahmen um ihn herum, den ich gemacht habe. Wir sind jetzt, haben jetzt ein bisschen Technical Difficulties gehabt, aber jetzt sollte es laufen. Ich muss mich noch zurechtdrücken. So. Sind eigentlich in der Zeit jetzt irgendwelche neuen Dinos rausgekommen, weißt du was? Ich glaube nicht, Titanosaurus, oder? Nee, seit wir das letzte Mal gespielt haben, nicht. Ich habe übrigens, wenn ich mal ab und zu nach von euch aus links gucke, glaube ich, dann schaue ich auf den Laptop, wo der Stream im Hintergrund läuft. Schau mal, ob der Flüssig läuft. Mega abgehackt, voll zum Kotzen, würde ich mir nicht angucken. Spaß. Das war Ironie. War auf unser Kassenschild. Das ist ja geil. Ja, hier sind noch unsere Treppenbauversuche, auch ein Trauerspiel, das machen wir mal anders fertig. Wir unternehmen jetzt was. Daniel hat gesagt, wir sollen in die Arktis gehen. Ich hätte gerne so ein Nashorn. Ich finde die Nashörner übelst geil, die Wolly Rhinos. Und da hätte ich gerne eins, das sage ich schon seit keine Ahnung wie vielen Folgen. Und jetzt wäre die Zeit gekommen, hätte ich gesagt. Wollen wir mit dem Bären los? Oder mit ja, natürlich. Wollen wir mit dem Bären los? Okay. Ja, das ist meine. Jetzt. Wo ist denn die Arktis? Ich weiß gar nicht, wie ich ausgerüstet bin. Wir haben immer noch die oben ohne. Ja, warte, ich bin überhaupt nicht ausgerüstet gerade. Das dann überhaupt, darf man den Stream dann? Ja gut, das war Pixel, ne? Das ist FSK 18 natürlich. Oh, aber das liegt nicht mal an mir. Das liegt immer an dir. So, ich kleide mich mal ein bisschen ein. Den Skin lasse ich mal hier. Stressiges Leben. Und die Railings. Welche Richtung ist die Antarktis eigentlich? Ich hab keine Ahnung mehr. Was weiß denn ich? Ey! Die Antarktis ist bei der Landzunge. Bei der Landzunge, die ich noch nicht entdeckt habe. Ja, dann sehe ich die auch mal, dann kann ich wenigstens das Land freischalten, das ist super. Hilfe, irgendwie. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Wir warte kurz, Dani, ich bin noch nicht bei dir. Ja, ich muss schauen, wie wir stehen. Wir stehen genau andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt nach links gehe. Ich habe noch nicht mal eine Waffe übrigens, gell? Ich muss nach rechts gehen. Du hast keine Waffen. Aber ich habe ja meinen Bär. Ich habe nur die Kohle mit den Dartpfeilen. Egal. Ausgerüstet wie immer. Hast du Narkotics dabei oder sowas? Ja, Narkotics habe ich dabei, logischerweise. Um also, nur 200. Haben wir da noch mehr? Weiß ich nicht. Ich muss mal meinen Bären leveln. Was level ich denn bei den Bären? Da können jetzt mal live die Zuschauer sagen, was ich bei den Bären leveln soll. Völlig neue Möglichkeiten, ich sag's ja. Einmal frei. Wir kriegen jetzt natürlich doppelt so schnell Abonnenten, weil sie so eine Schönheit wie mich sehen. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Ich glaube nicht, dass der Kanal wegen Danis Vorbau gesperrt wird. Aber danke, Sascha. Dankeschön. Ist das so krass? Geht doch voll. Ich finde, ich schau in dem schwarzen T-Shirt voll schlank aus. Damage-Leveln. Normalerweise schlimmer. Ja, Leute, ihr müsst euch schon einigen. Das ist jetzt. Ich schau mal, wie viel Level. Ich kann ja. Wir haben keine Narkotics mehr. Oh, zwei Dodo-Eier. Auf jeden Fall mal. Okay, nur eins. Als nächstes mache ich. Gewicht. Ja, Mini-Damage. Damage habe ich gemacht. Okay. Was hast du gesagt? Das Skorpion hat auch ein Ei gelegt. Wie ich vorhin auch. Eigentlich ist es voll traurig, dass wir noch nicht mal unsere Basis zugebaut haben, richtig? Ich meine, man kommt hier immer noch überall rein. Es zieht einfach, ja? Ja, ich wäre froh, wenn es im Zimmer ziehen würde, weil es ist so warm. Es ist unglaublich. Ich habe echt Schiss, dass mir mein Rechner abschmiert wegen Bluescreen und so. Aber ich habe kürzlich entstaubt. Ich schon wieder gepennt habe heute. Ich habe vorhin gestaubsaugt, das. Hast gestaubsaugt. Also ich habe, nein, ich habe kürzlich meinen Rechner ausgestaubt. Dann bist du ja selbstständig genug, um jetzt auszuziehen. Ja. Oh ja, apropos, wir haben eine Geschichte zu erzählen, jenseits von Gut und Böse. Es war so witzig. Und zwar waren wir am letzten Wochenende, 15.17., nee, 16.17. Waren es, glaube ich, Kurze Unterbrechung, wo stehst du jetzt? Achtung. Ich bin gerade unten und gehe jetzt hoch und haben meine Wohnung gestrichen, für alle, die es noch nicht wissen. Ich werde im August nach Leipzig ziehen. Für mein Studium und für das Studium meiner Freundin in eine ultra geile Wohnung, die wir jetzt am Wochenende gestrichen haben mit
dem Dani, meiner Freundin und einer Freundin von meiner Freundin, und wir haben bei dieser Gelegenheit uns ein Sofa zugelegt, weil wir eh mit einem relativ großen Auto oben waren. und uns dachten, dann ist es leichter wegen Schlafplatz und so. Die Wohnung ist ultra geil geworden. Ich kann gerne mal, wenn wir dann eingezogen sind, eine Roomtour machen, wenn das gewillt gewollt ist. Was, ja. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Und zwar sind wir dann zu Ikea gegangen und haben dieses Sofa entdeckt dann wieder und sollten das dann war super geil. Zu dem Menschen gehen, zu dem Ikea-Menschen und Bescheid sagen, dass wir das Sofa wollen, habe ich gemacht. Dann habe ich so einen Zettel ausgedruckt gekriegt und er fragte noch, habt ihr ein großes Auto dabei? Und ich, ja. Ich wusste, ich habe das Sofa, also ich zumindest, habe das Sofa davor noch nie gesehen. Er hat es mir nie gezeigt, er hat nie gesagt, wie groß das Sofa ist. Und dann kommt um die Ecke ein Hubwagen gefahren. So weit bin ich doch noch gar nicht. Dann sind wir zur Kasse gegangen mit dem Zettelchen und haben dann eben dieses Sofa bezahlt, was echt nicht billig war, aber egal. Und haben uns dann gedacht, hey, holen wir uns noch einen Hotdog, bis unsere Bestellnummer fertig ist. Dann haben wir uns noch einen Hotdog geholt. Ja, der war echt gut. Und ich bin währenddessen klein, danach nochmal kurz raus und habe so einen Gepäckwagen geholt. Nicht so einen Gepäckwagen, so einen Wagen von Ikea, wo man halt die... Das wird angegriffen. Von einem Raptor. Wo man halt die größeren Möbel mit transportiert und dachte mir, yo, das reicht. Und dann sind wir halt da mit diesem Wägelchen zu diesem Ausschank, wollte ich schon sagen, zu dieser, wo es die halt gibt, gelatscht. Und dann sollte ich da die Rechnung abgeben. Und dann kam der da, ist der hinten ins Lager und kam mit einem Hubwagen um die Ecke mit einem Paket, das fast so groß war wie ich. Und ich habe gedacht, ich spinne. Da musste ich noch eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass unglaublich. Ich keinen Scheiß baue mit dem Hubwagen und mich damit auskenne. Habe ich gemacht. Ich weiß ja, wie man so ein Ding bedient, weil ich mal bei einem Kaufland gearbeitet habe oder immer noch oder ist ja egal. Die Gesichter waren einfach göttlich von uns beiden. Wir standen dann. Ich dachte mir so, das ist dein Ernst jetzt. Das ist so von den Typen da hinten. Das war so groß. Die Leute haben uns auch dementsprechend doof angeguckt, weil wir uns voll drüber lustig gemacht haben. Also wir waren das Highlight erstmal losgelacht, ja. Im Ikea und sind dann raus mit dem Greg, Hubwagen. Du könntest im Video das Bild mach ich dann auch. Was ich gemacht habe. auf jeden Fall, ich habe ein Bild gemacht mit dem Ding neben dem Auto stehen. Das war ungefähr genauso groß wie das Auto gefühlt. Der vorbeigelaufen ist, hat erstmal gelacht und hat gemeint, habt ihr gut gemacht, Jungs. Es war ein Riesenpaket, wir haben es dann auseinandergenommen, bestand aus drei Teilen und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben so ins Auto gestapelt gekriegt, wir haben es reingekriegt, aber der Kofferraum ging nicht zu. Und dann ging's los, was machen wir jetzt, stapeln wir um? Panik. Also umstapeln ging im Endeffekt nicht, weil es anders einfach nicht reingepasst hat. Das längste Teil musste in die Mitte, weil es nicht durchgepasst hat und die zwei kurzen haben dann perfekt an die Außen gepasst, also es geht gar nicht anders. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es gibt bestimmt Spanngurte oder sowas im Ikea drin. Ich schau mal rein. Einer muss ja im Auto bleiben, ist es ja offen. Und dann bin ich nochmal reingesprintet. Habe erstmal bei drei Leuten nachgefragt, weil keiner wusste, wo es Spanngurte oder so gibt. Und dann gab es die ganz unten an der Kasse. Habe ich mich natürlich im Ikea erstmal verlaufen. Deswegen hast du so lange gebraucht, hast du gar nicht erzählt. Gedacht, du hast einen Auto gesucht oder sowas. Du hast echt lang gebraucht. Und dann war ich an der Kasse, dann hat es 9 Euro gekostet, dann waren die Leute super nett, also die Schlange war echt lang an der Kasse, haben mich aber durchgelassen alle, nachdem ich nett nachgefragt habe natürlich. Und dann bin ich zum Jo gegangen und dann haben wir das gemacht, ne? War super. Ultra witzige Aktion. Und wir haben auf dem Rückweg aus Leipzig. Boah, schau mal, da unten ist ein mega schöner roter Petter, oder? Stimmt, 10 Minuten Rosa. Fahrweg gespart, weil wir beim Drive-In waren, bei McDonald's. War eine coole Sache. Ja, das Navi, was hat angezeigt? 17:15 Uhr oder sowas? Und dann waren wir dann auch von Vegas raus. Zwei Spinos. Also, es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Können wir fertig machen, oder? Die Spinos, beide. Das letzte Mal bist du noch an dem T-Rex verzweifelt. Das weiß ich nicht mehr. Wir haben Bär. Oh, wollen wir mal da links in die Ruine gucken, da ist bestimmt was drin. Ich schau einfach mal, welches Level die haben wir nicht gesagt. 110 und 140, okay. Wo, die linke Ruine oder wie? Wir driften die links von unserem Plan ab. Sascha schreibt gerade, lol, im Ikea verlaufen, das ist deren Verkaufsstrategie. Ist es sogar tatsächlich. Als wir durch den Ikea gerannt sind zu den Kassen, hat Dani auch dauernd gesagt, Alter, 3 Jahre im Ikea, bis wir hier raus sind. Ja,
Deswegen haben wir auch so lange nicht mehr aufgenommen, weil wir 2 Wochen im Ikea festgesteckt waren. Nee. Natürlich, weil das ja klar ist. Ja. War ein sehr witziges Wochenende. Auf jeden Fall. Ich war einfach nur froh, dass die Farbe mit Wasser sehr gut wegkommt. Dass die Farbe was? Abwaschbar war? Von der Haut, ja. Von der Haut. Ja, das stimmt. Und dass sie vom Boden wegmachbar war, weil der liebe Herr Daniel jedes Mal, wenn er sich irgendwo hingesetzt hat, ein Loch in die Folie gemacht hat. Was ist das denn hier? Weiß nicht, ich tauche jetzt gerade mal runter. Bestimmt verreckt dran. Krass, Mann. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Lol, RWS wird's hell, dann wird's dunkel. Ich kack mir in die Horse. Willst du irgendwas? Ja, das schafft man sogar. Komm her! Ja, tauch da runter. Ich bin ja schon dabei. Gut, sehr gut. Live Alter. Und in Farbe. Geil ist denn das hier? Oh, die Pilze. Die kann man rauf. Wir haben 8 Zuschauer, Dani. Ist auch cool. 8 Zuschauer, ja. Gleich sind wir. LOL! LOL! Was ist denn jetzt los? Da war ein Loch. Oh, Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Du lebst noch? Ja, natürlich. Hier unten ist ein See. Da ist bei mir fein nur. Also sieht so aus, als wäre es ein Luftloch. Ja, hüpf rein ins Loch. Ich warte auf dich. Komm ja auch nicht mehr raus. Egal, wir kommen da schon irgendwie wieder raus. Notfalls. Ich hab so viele Items dabei. Egal, jetzt hüpf da runter, Dani. Für die Action. Komm schon, Lulu. Trau dich. Sei kein Feigling. Tu es. Hüpf ins Loch. Ach so. Da fliegst du. Das ist doch die fliegende Insel, oder? Alter, wir sind unter der fliegenden Insel. Das kann gar nicht sein. Ja, stimmt. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Stargate. Aber wie ich krass hab keine Ahnung, wo wir sind. Was ist denn das für eine geile Höhle? Wieso haben das wir die nicht gebaut? Wieso kennen wir das noch nicht? Wie geil sieht auch. Das da ist eine aus. Sonne. Voll das seichte Wasser, hier würde ich Urlaub machen beispielsweise. Darf man sich hier hinbauen? Ihr auf dem Server spielenden Leute, darf man sich hier hinbauen? Oder zählt es unter die man darf sich nicht in Höhlen bauen Regel? Also ich würde mich hier nicht hinbauen, weil wir haben noch nicht mehr die andere Base fertig, aber sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum der Erde. Oh, es ist ja super schön hier. Hammer. Ja, der Plumps-Counter ist echt auf 1, der wird heute mindestens noch auf, was schreibt er, 2000? Ah ne, insgesamt, der wird wenigstens echt... sehen die Leute jetzt live, dass du sehr suizidgefährdet bist. Bitte ich halt echt. Boah, ist das schön hier, das hat was so ein ultra angenehmes Licht. Aber hier hat auch jemand eine Brücke gebaut, wer war das denn? Abriss möglich, bis der Lost in Space. Schön, haben sie ja weit geschafft. Eine Map in der Map. Ja, sind so richtig, haben sie Bock gehabt und dann zwischendrin nicht mehr. Kommt es mir nur so vor, oder sind diese Railings hier ein bisschen überdimensioniert? Ja, wenn du die vergrößerst, vergrößerst du die ja in alle Richtungen. Machst sie einfach nicht nur länger, sondern auch einfach nur größer. Das heißt, wenn du so eine ewig lange Brücke machst, dann ist die am Ende größer als die ganze... Da hinten ist eine Höhle. Wieso ist denn ein toter Delfin schon geheilt? Ich weiß nicht. Der friedlich. Provoziert. Ja, ich. Ich glaube, der ist nach oben geschwommen und rückwärts ertrunken. Ja, also, oder... Rückwärts ertrunken. Ja, ich nenne das jetzt rückwärts ertrunken. Definition im Duden wahrscheinlich. Siehst du das noch da hinten? Rückwärts das ertrunken. Helle? So. Hier gibt es sehr viele Silikonperlen. Ja, ich sehe das noch. Da schwimmen wir jetzt mal hin, okay? Ja. Ist das anstatt die Brücke zu benutzen, schwimmen wir. Hier sind viele Delfine, aber wir kriegen. Oh, hier sind. Ah, nee, das sind keine Rochen, oder? Nee, das sind doch, das sind Rochen. Oh, Ficken. Da ist ein Delfin. Will doch nur spielen. Oh. Ja, die Rochen greifen dich auch an, glaube ich. Oh! Ja, so. Beschütz mich! Alter, wie viele Delfine! Ich sterbe, weil die Delfine mich blockieren! Ist schade. Ich schwimme erstmal wieder zurück. Hallo Lunella. Willkommen. Ja. Dani. Okay, ich. Ja, die Delfine blocken mich auch. Sterbe. Alles klar. Ich bin wieder zurückgeschwommen. Jo, tot. 1. Nummer 1. Ich brauche einen Taillight. Ich baue einen Taillight OBS ein. Fuck. Kaching! Wie komme ich denn jetzt da hinterher? 5 Delfine, Alter! Ja, da war mega viel los! Schau das mal an, ey, das ist ja hier wie ein Paradies, Delfin schwimmen. Manche zahlen dafür, wie kriegen es denn sonst? Sterben. Scheiße, wie komme ich jetzt da hin?
Gibt's da noch einen anderen Weg? Soll ich mal mit dem Raptor kommen oder mit dem Biber oder so ein Scheiß? Die Bären stehen übrigens noch oben, ne? Ja, ich weiß, das ist das Problem. Oder soll ich hinlaufen und dann mit den Bären runterschwimmen? Weil die folgen ja jetzt auf Wasserhöhe seit dem neuen Update. Was? Das mache ich jetzt. Ja. Wenn die am Oxygen sterben, wie viel haben die? Keine Ahnung, die schwimmen sau langsam. Bären schwimmen ultra langsam. Das stimmt. Was soll ich mit dem Raptor nicht, kommen? Ich dass die da sterben, Mann. Ich weiß halt nicht, wie ich sonst in die Höhle kommen soll, außer wieder hüpfen. Ich laufe jetzt auf jeden Fall mal rüber. Weil ich will nicht noch ein Tier da hochstellen. Du bist einfach runtergefallen, bist stark. Dann hast du mich erstmal zerrissen. Erster lustiger Moment. Aber die Dodos sind ja auch voll schön. Hier lila. Hier ist alles, rosa, da ist alles schön. Es hat irgendwie so ein angenehmes, schönes Licht, gell? Alles sehr schön. Wie in so einer größeren Tropfsteinhöhle. Radiesische Zustände. Nein, Piranha! Nein, Piranha! Nein, Piranha! Ich versuch's jetzt trotzdem mal an die andere Seite, weil die Brücke. Ja. Hey, ist die zu Ende gebaut? Die war doch gerade nicht zu Ende gebaut. Wahrscheinlich ist sie einfach nicht gedingst. Dann hätte ich mir den Tod ja sparen können, danke sehr. Oh. Ja, ich hab's gesagt, wir schwimmen neben der Brücke vorbei, ich nehme sie halt jetzt einfach. Super. Natürlich. Kein Wunder, dass mein Kill-Counter höher ist als deiner. Das mit der Brücke war jetzt mit Abstand das Dümmste, was wir seit langer Zeit gemacht haben. Bei mir war sie aber wirklich nur halb angezeigt. Da kann ich nichts dafür. Ich seh's grad, wie du darüber läufst. Ja. Latsch. Und da ist jetzt echt chillig vor deinem Rechner. Ja, ich sitz ganz normal halt auf dem Stuhl. Ah, die Brücke ist von Frank. Frank haben wir auch schon lange gesehen. Lost in Space ist Frank. Ja, wahrscheinlich. Anscheinend. Okay. Die Burg ist eine schwarz-weiße Burg. Todescounter U1. Ja, es ist leider Gottes. Fängt es echt wieder wie in Staffel 1 an. Aber ich habe mich ja echt gebessert. So ist ja nicht. Was ist denn das für eine. Vor der Burg ist eine Treppe, die aber nicht an der Burg endet, sondern. Will den Burggraben noch bauen? So. Ich weiß mal nicht mehr, wo das war. Wir sind ein ganz schönes Stück gelaufen, gell? Ich war abgelenkt von unserer Erzählung. Ach so, bin ich so dumm. Das Tor klappt runter und dann kann man wahrscheinlich rüberlaufen. Lol. Aber ich kann das aktivieren, nur abreißen. Ich möchte nicht abreißen, ich möchte einfach nur rüber. Spring da! Von wem ist denn das? Bruder, Lost in Space. Ich kenne also, Lost in Space nicht. Frank hieß ja immer anders. Ja, wie gesagt, soll der Frank sein. Ja, laut dem Chat, dass ich so, das mal sagen da, darf. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf den Desktop und stelle mir ein, dass ich den Chat auch sehe. Jo. Nicht, dass ich die ganzen schönen Sachen von euch verpasse. Tragisch. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Seht ihr meinen wunderschön aufgeräumten Desktop? Der ist einfach frei. Nein! Nein! Oh. Zwei. Ich komme jetzt doch mit hier, das ist mir zu blöd. Doch, ich bin an Piranhas verreckt. Ich hasse Piranhas. Piranhas sind Drecksviecher. Ja. Ich komme jetzt mit dem Raptor. Und jetzt habe ich einen Chat hier. Schreibt mal was in den Chat, nur so als Test. Desktop. Ja, bei mir nicht, oder muss ich? Ne, schreibt gar keiner was. Dauert kurz. Es dauert, hat ja immer ein bisschen Verzug, bis das bei den Leuten ankommt. Zeit, Dani, dass wer ist denn Misdirected? Misdirected ist ein geiler, ich finde das ein cooler Name, Misdirected. Stimmt ein Mädchen. Also einerseits misdirected und einerseits sozusagen fehlgeleitet. Ich würde jetzt auf die Betsy tippen. Auf jeden Fall mal schlau. Oder jemand Neues, den wir noch nicht kennen. Du uns lesen kann. Stelle dich doch mal vor. Du uns lesen. Ach so, den Chat. Guten Morgen, Dani. Test, okay. Ja, gut. Perfekt, das funktioniert immer frei. Betsy, sag ich doch. Ha! Ich habe eine Einladung zu irgendwas gekriegt. Alter, nee. Ja, jetzt bin ich wieder. Und ich komme in die Burg nicht rein. Wegen CS, ja, hat er mir auch geschrieben. Aber wieso lädt er dich nochmal ein, wenn ich ihm extra gesagt habe, dass wir jetzt streamen? Das verstehe ich nicht.